Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fleischglück-Podcasts und ich habe mich wirklich riesig gefreut, als ich letzte Woche erfahren habe, dass du, Heiko, heute beim Lucky zu Gast bist und wir die Möglichkeit kriegen, diesen Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ich war schon in einem Kochkurs mit dir bei der Taste Academy in München, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Ist schon ein paar Tage her. Bücher von dir gelesen. Ich hab schon einen gewissen Bezug zu dir und nämlich überall in meiner Bubble war so ein bisschen und freue mich, dass wir da jetzt mal in die Tiefe gehen können. Herzlich willkommen, Heiko Antoniewicz. Ja, freue mich sehr. Richtig ausgesprochen? Ja, genau richtig. Ich habe so viele Namen, also das ist immer genau richtig. Habe ich die freie Wahl. Genau. Und Fun Fact, als ich neulich auf der Couch saß, mit meiner Frau und Kitchen Impossible geguckt habe, sagt sie plötzlich, oh, wer ist denn der Mann mit den grauen Haaren? Der ist ja charismatisch und gut aussehend. Und dann haben sie gesagt, okay, ich sage ihr nicht, wo ich heute hinfahre. Sonst wäre sie mitgekommen. Also. Eventuell. Genau, aber sie wusste noch, als ich ihr dann noch, ich habe es ihr gesagt, sie wusste noch genau, von wem ich gesprochen habe. Also du hast einen Eindruck hinterlassen. Und hoffentlich heute noch einen in diesem Podcast. Heiko. Ich versuche mal irgendwie zu umschreiben, für die, die dich nicht kennen, was du machst. Ich habe es jetzt einfach mal in das Wort Aromenforscher gepackt. Ist es was, mit dem du dich anfreunden kannst? Wahrscheinlich ist es noch mehr, oder? Also ich sage immer, dass ich vom Prinzip her überhaupt keine Berufsbezeichnung für das habe, was ich tue. Also natürlich setze ich mich sehr, sehr intensiv mit Geschmack auseinander und einfach mit Dingen, wo ich denke, das kann die Gastronomie oder auch Köche immer wieder weiterbringen. Also ich liebe es, einfach mein Wissen zu teilen. So, um das auf den Punkt zu bringen. Vielleicht ist es das. Du musst aber trotzdem irgendwie dein Geld ja verdienen. Und dieses Geschäftsmodell hinter dem Konstrukt Heiko Antoniewicz, das musst du uns mal so ein bisschen erklären. Wie kommst du an deine Aufträge? Was ist so ein klassischer Antoniewicz-Job? Also ist eine schwierige Frage, weil wir sehr vielschichtig unterwegs sind. Auf der einen Seite machen wir Training, Workshops. Wie heißt du, hast ein Team? Ne? Genau, also ich habe ein kleines Unternehmen, ich habe nur 4 Mitarbeiter. Und ich rede auch immer wieder in der Wir-Form. Also weil alle die bei mir arbeiten oder die bei mir beschäftigt sind, die gehören einfach auch dazu. Also die sorgen dafür, dass ich heute hier bei dir sitze, um dieses nette Gespräch mit dir zu haben. Also das finde ich auch wichtig. Ich habe 2 Leute im Büro. Einer, der sich um IT und Logistik bei uns dann nochmal kümmert und jemand, der mir in der Küche dann nochmal hilft. Also das ist sehr schnell umschrieben. Das, was wir machen, sind Training, Workshops, Fortbildung. Ein Großteil für Köche auch nur. Wir machen Produktentwicklung, zum einen auch manchmal für die böse Industrie, also die gehören auch zu meinen Kunden, weil die holen uns, wenn es um Geschmack geht, wenn es um Inspiration geht, wenn es um neue Wege einfach auch geht. Nichtsdestotrotz arbeite ich für Catering-Unternehmen, für Hotelgruppen, für Restaurants, die einfach Hilfe brauchen, um ihre Abläufe manchmal zu strukturieren, so etwas zu machen. Und das, was wir machen, sind ja Caterings. Nicht mal so exzessiv, wie es früher mal gewesen ist. Ich hatte mal ein Unternehmen, habe ich nur Catering auch betrieben und heute machen wir so 30, 40 Jobs im Jahr, um dann nicht ganz den Bezug dann einfach auch zu den Kunden dann einfach zu verlieren. Und was mich ja immer wieder freut, wenn ich 2-mal im Jahr beim Lucky bin als Gastkoch. Das ist auch immer wieder so. Und bestes Marketing-Tool für uns sind Bücher, die wir machen. Da seid ihr gerade dabei, ne? Genau. Das ist der Anlass, warum du hier bist. Ja, genau. Was wird das für ein Buch? Ich weiß gar nicht, darf ich schon drüber reden? Der Lucky hat hat's schon getan. Hat schon rausgehauen. Deshalb kannst du glaube ich, drüber reden. Du musst es ja nicht im Detail beschreiben, aber was ist das Versprechen, was ihr mit diesem Buch an den Leser gibt? Ja, also wir machen das dritte Buch zusammen. Also das erste war ja Veredelung, wo es dann um die Veredelung von Lebensmitteln oder Fleisch in erster Linie auch gegangen ist. Dann haben wir ein Buch gemacht, Wilder Wald. Und was jetzt kommt, ist Fine Dining Barbecue, wie wir es dann auch als Arbeitstitel nennen. Vielleicht wird es hinterher der Endtitel, müssen wir halt mal sehen. Und alles das, was wir natürlich draußen, ich sag mal auf dem Grill immer wieder auch machen, versehen wir einfach nochmal mit unterschiedlichen Temperaturen. Das heißt also, wir fangen ganz oben an, also bei 800 Grad Oberhitze, aber gehen auch bis zu Temperaturen, wo es in die Minusgrade geht, also 190 Grad Celsius minus. Lucky hat bei minus 80 aufgehört. Was sind die minus 90, mit minus 190 Grad? Flüssiger Stickstoff ist der Siedepunkt von flüssigem Stickstoff. Also 192 Grad, 174 ist dann der Siedepunkt. Dann einfach nochmal von flüssigem Stickstoff, wo wir es dann einfach nochmal zubereiten, die ganzen Sachen. Also das ist ganz spannend, dann einfach nochmal zu sehen. Und du liest ja überall über Geschmack auf der einen Seite, aber du liest auch nie über Texturen. Es gibt ja 13 Zubereitungsmöglichkeiten in der klassischen, traditionellen Küche, aber eigentlich gibt es ja deutlich mehr. Ne, wir reden dann immer wieder über Temperaturen und ein perfektes Steak, sagt man ja, wie viel Grad hat das? Also ist aber auch immer Empfindung. Ne? Und
da wollen wir einfach hin, das mal aufklären, was auch die Unterschiede sind, klassisch zubereitet, geschmort oder im Sous-Vide-Verfahren geschmort, im Dutch-Ofen geschmort, im Big Green Egg dann nochmal gemacht. Also das werden wir da in dem Buch dann nochmal aufzeigen. Lass uns nochmal zurückkommen zum Alltags-Antoniewicz, sage ich jetzt einfach mal, ne? zu den Jobs, die du auch zum Beispiel für die Industrie machst, wie du sagst. Kannst du mal so an einem Beispiel beschreiben, wie so eine Anforderung an dich dann ist, die da gestellt wird und wie ihr dann an sowas rangeht? Einfach, dass es ein bisschen plastischer wird. Ja, also manchmal bekomme ich ein Produkt, also was schon marktreif ist, und ich soll dafür Rezepte entwickeln. Das ist dann ein Punkt. Wir entwickeln gerade aber auch mit einem Berliner Unternehmen einen Käse, veganer Käse. Also der auf Cashew-Nut-Basis dann einfach ist, das entwickeln wir und das sieht wirklich sehr, sehr gut auch aus. Also die Anforderung kriege ich, ob ich mir das vorstellen kann, so etwas zu entwickeln. Dann gehe ich meistens erstmal in mich und überlege, ob ich das tatsächlich auch realisieren kann und auch wirklich fundiert realisieren kann. Und dann setzen wir das meistens um. Und ich glaube, das Ungewöhnlichste war, ich habe ein Getränk für Hunde entwickelt. Okay. Ja. Aber dann auch mit sensorischen Ansprüchen an das Getränk, weil man wie ein Hund schmeckt, weißt du ja nicht. Oder ich konnte es nicht sagen. Was war die Zielsetzung? Also den Hunden muss es schmecken. Also viele Hunde haben das Problem, oder Hundehalter haben eher das Problem, dass die Hunde zu wenig trinken. Und dann haben sie immer Sorge, der Hund trinkt am liebsten aus der Pfütze oder abgestandenes Wasser. Und die haben natürlich Sorge, dass der Hund sich dann was einfängt. So, und die Idee wurde an mich herangetragen und da habe ich, glaube ich, am längsten gezögert, Ja zu sagen. Also so, es waren 10 Sekunden, glaube ich, dass ich das machen kann. Aber dann haben wir ein Lebensmittel gefunden, wo wirklich die Probanden, sage ich mal, also jeder Hund, zu 100% drauf angesprungen sind. Also das ist unglaublich. 2 Zutaten sind da drin und die Hunde schlabbern es weg. Du musst es sogar reglementieren, damit sie nicht zu viel trinken. Also okay. Das ist auch nicht gesund für den Hund. Und du darfst natürlich nicht sagen, was diese Zutaten sind. Leider nein. Und es steht wahrscheinlich auch nicht auf der Zutatenliste. Doch, muss draufstehen. Da steht es drauf. Okay. Aber das heißt, ihr habt euch wirklich Hunde reingeholt, an denen ihr verschiedene Lockstoffe, Zusatzstoffe getestet, also nicht Zusatzstoffe, sondern Aromen, Zutaten getestet habt und dann analysiert habt, worauf gehen sie am meisten genau, ab. Genau. Also eine Reihe von Wasser hingestellt. Und man glaubt nicht, wie sensibel Hunde ist. Das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Also wenn ich ein Gericht entwickeln soll für ein Unternehmen, für einen Menschen, ist das total simpel, glaube ich. Weil ich das einfach mir erklären kann, warum ihm das nicht schmeckt. So, da gibt es unterschiedliche Parameter, aber das war für mich ein Blindflug eigentlich. Aber du musst ja irgendwie einsteigen. Du kannst ja nicht anfangen mit 100 verschiedenen. Irgendwie musst du ja eine erste Selektion an Richtungen treffen. Wie hast du das gemacht? Also wir wussten, dass das Fleisch getriggert sein muss und dann irgendwann auch ein Umami-Träger einfach sein muss. Also das kann man einfach auch nochmal rausfinden. Es gibt auch auf dem Markt, es gibt ein Getränk oder Smoothies für Hunde. Die sind meistens gemüsebasiert auch, aber das schlabbern die Hunde nicht so weg. Das ist eher wie eine Mahlzeit. Es ging um ein Getränk. Und Umami ist für Hunde auch ein Faktor? Absolut, absolut. Was war deine letzte für Menschen kulinarische Entdeckung, wo du sagst, da haben wir wirklich was entdeckt, vielleicht ist auch gar nicht, muss ja kein Auftrag sein, aber für dich so, wo du sagst, da haben wir irgendwie eine Kombination, ein Pairing, eine Reaktion gefunden, die wirklich spektakulär war. Also seit vielen Jahren habe ich das schon im Kopf, Raps. Also ich liebe Raps, heiß und innig. Das hat so. Gab es übrigens auch, als wir den Kochkurs bei der Taste Academy gemacht haben, Raps auf mit Naturjoghurt, glaube ich, eine Rapsblüte mit Naturjoghurt. Genau, nur Naturjoghurt auch. Und also, weil Raps haben wir so viel. Und wenn du diese jungen Triebe einfach aufpflückst, das schmeckt wie Brokkoli, wie roh. Das ist fantastisch. Wenn der so 30 cm hoch ist, dann kannst du den so kappen wie Spargel. Der schmeckt wie Spargel. Ist natürlich auch buttrig durch den Stängel letztendlich so ein Stück weit. Und weil Raps natürlich sehr, sehr viel Fett einfach mitbringt. Und was das Schöne ist, Raps wächst einfach nach, auch wenn du den zwischenerntest. Also das ist so ein Thema, was uns so in den nächsten Jahren einfach weiter beschäftigen wird, glaube ich, so dieses Thema Regrow, also Nachwachsen. Das gibt es in unterschiedlichen Bereichen, wie man das einfach nochmal auch einsetzen kann. Und Raps ist da der beste Vorreiter dafür. Ne? Ich sehe die Raps-Aktie nach diesem Podcast massiv steigen. Nee, okay, spannende Geschichte. Mit Blick auf Fleisch, weil es ist ja der Fleischglück-Podcast. Nee, das wird heute jetzt nicht speziell um Fleisch gehen. Wir müssen uns auch nach unseren Gästen ein bisschen richten. Aber wenn wir jetzt an dem Punkt mal kurz in die Fleischrichtung gucken, gab es da auch was du entdeckt hast, wo du sagst, oh, das war spannende Entwicklung oder spannende Umgangsweise mit Fleisch?
Also mein ganzes Bewusstsein mit Fleisch hat sich einfach geändert, seitdem ich auch mit Sous Vide arbeite. Mhm. Also wir haben es mehr und mehr dann auch in unsere Küche auch etabliert und auch dann nochmal auch integriert. Und wir haben mittlerweile eine Partnerschaft mit einem Unternehmen, die auch unter unserem Namen Fleischprodukte herstellen auch, die es teilweise auch im Handel gibt oder bei uns auch zu kaufen gibt. Und die sind auf den Punkt gegart, musst du nur noch regenerieren und noch mal zubereiten. Und ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Das war für mich, also so Sous Vide ist für mich wirklich der Schlüssel, ja, um das eigene Aroma, gerade auch bei Fleisch, einfach immer wieder rauszukitzeln. Und viele haben immer wieder so im Kopf, das muss man immer bei niedrigen Temperaturen einfach auch zubereiten. Aber jedes Fleisch hat seine eigenen Schlüssel. Ne? Also jedes Stück Fleisch braucht seine anderen Temperaturen und seine Zubereitungsform letztendlich. Und ja, da arbeiten wir einfach weiter dran. Ich stelle mir deinen Job insofern anstrengend vor, als dass du ja, dass ein gewisser Druck auf dir lastet. Ne? Du musst immer Lösungen finden, du musst neue kulinarische Innovationen finden. Es wird von dir erwartet per se, dass du irgendwas Innovatives hervorbringst. Ist das Fluch oder Segen oder ist das deine Challenge oder ist das einfach mittlerweile dein Job? Du, ich glaube, dass wir gehen da mit so einer gewissen Leichtigkeit einfach auch ans Werk. Also ich glaube, das macht es auch aus, dass ich da überhaupt nicht so verbissen bin, wie das vielleicht manchmal so wirken mag von außen. Aber, das wollte ich nicht sagen. Nein, das war, das glaube ich. Nein, aber weißt du, es ist ja einfach auch schön, dann auch zu sehen, weißt du, versuch doch mal kreativ zu sein. Wenn du verbissen bist oder wirklich auch den Kopf oder die Stirn in Falten legst, dann wirst du nicht kreativ. Erst wenn du eine spielerische Leichtigkeit an den Tag legst, dann geht das auch, dann funktioniert das. Und ich glaube, das machen wir in jedem Bezug. Und ja, wir haben da echt Spaß dran. Also ich sehe mich da nicht verbissen irgendwie, dass ich unbedingt auch alles erreichen möchte. Und wie gesagt, ich selektiere das auch, wenn ich eine Anfrage bekomme, dann sage ich auch gerne, ne, schaffe ich nicht. Also ich sollte mal einen Trüffel auch kreieren, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit Schokolade arbeiten. Mhm. Nicht so, wie es das Endergebnis sein sollte. Natürlich kann ich mit Schokolade arbeiten, aber die Anforderung, die mein Kunde an mich gestellt hat, konnte ich nicht erfüllen. Das weiß ich im Vorfeld. Also ich kann das einfach, weil da fehlt mir das Fachwissen. Ne, dann habe ich aber genug Leute, die ich kenne, die ich dann gerne, ich sag mal, nicht dazu hole, sondern wo ich das dann gerne weitergebe. Was sind Anfragen, wo du sagst, da sind unsere Kompetenzen perfekt aufgestellt? In welchen Bereichen ist das? Fermentation wahrscheinlich? Fermentation, Sous Vide, also grundsätzlich, wenn es um Geschmack geht. Also wie gesagt, wir werden immer geholt, wenn es um Geschmack geht. Beim Thema Fermentation, was war da deine spektakulärste Entdeckung? Weil ich finde, Fermentation, das Spannende daran ist, dass das so unvorhersehbar ist teilweise. Ich fange da gerade erst an, mich mit dem Thema zu auseinanderzusetzen, mit Kombucha und Wasserkefir und Milchsäuregärung. Und man nimmt was und hat Erfahrungswerte von einem anderen Produkt und dass der Ausgang bei einem ähnlichen Produkt kann plötzlich total anders sein, durch äußere Umstände, durch andere Hefen. Und hast du da schon eine Planbarkeit, eine gewisse? Gibt es. Also du kannst es planen, wenn du es industriell, das macht man ja auch, also dass du es dann einfach planen musst. Da gibt es Starterkulturen, die das einfach verkehrssicher machen. Und alles das, was wir eigentlich oder was jeder im Restaurant auch macht oder zu Hause macht, nennt man einfach immer eine wilde Fermentation. Ja. Also die ist nicht beeinflussbar, sondern auch Gezeiten sind da wichtig. Also wenn draußen mal die Sonne scheint, ist es wichtig. Oder wenn es draußen regnet, das wirst du auch merken. Ich glaube, auch das kann man nicht so verbissen sehen, weil ich war in Italien in Cibello, habe dann Parmesanreifung gesehen und wie der Culatello auch hergestellt worden ist. Weißt du, die sagen, ja, das haben wir in der Lagerhalle hängen, den Culatello. Wenn draußen die Sonne scheint, machen wir die Läden zu. Wenn es ein bisschen windiger ist, machen wir die Läden auf, dass einfach Lüftung reinkommt. Die gucken sich auch die Gezeiten an. Das ist Handwerk. Ja. Ne? Also die geben ihre Erfahrung auch immer wieder weiter. Wenn man sich anschaut in Korea oder Japan, wie die, ich sag mal, auch ihre Sojasoßen oder Fischsoßen auch herstellen oder Kimchi, das wird immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben. Und wenn ich drüber nachdenke, so, wir haben ein oder zwei Generationen ausgelassen, um das weiterzugeben. Also meine Großmutter hat noch fermentiert, auch, also sie hat Sauerkraut selber gemacht, meine Mutter aber nicht mehr. Ne? Also so, oder meine Urgroßmutter hat deutlich mehr fermentiert und eingeweckt und eingelegt und auch konserviert, auch weil es gab ja früher keine Kühlschränke, es gab nur einen kalten Keller. Bei diesen Beispielen Culatello oder auch so Reifungen in Holzfässern, ist es ja aber dann schon so, dass man eine gewisse Planbarkeit hat, weil man ja Bakterien oder Hefen hat, die so ein Mikroklima schaffen, wo dann immer wieder dieselben Prozesse stattfinden. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt
beispielsweise mit wilden Fermentationen experimentierst und feststellst, da passiert was Tolles geschmacklich. Ist es dann das Ziel von euch auch zu sagen, diese wilden Prozesse, dass man die rauszieht und standardisiert, ist sowas überhaupt möglich? Oder bleibt wild wild? Also es bleibt unterm Strich erstmal wild. Du kannst den Prozess stoppen durch Sauerstoffentzug, also kannst es vakuumieren, aber wenn du es einkochst, hast du ein ganz anderes Geschmacksbild. Und was mich beim Fermentieren einfach so irre fasziniert, also es liegt über allem, du kriegst immer wieder ein extrem gutes Aroma konserviert. Das kriegst du nirgendwo anders einfach so nochmal hin. Zu dem Aroma kommt ein großer immer wieder noch ein Duft, den du durchs Einfrieren gar nicht mehr konservieren kannst. Der ist auf einmal weg. Bestes Beispiel sind die Salzzitronen. Ne? Also die haben immer wieder noch die Frische und die Reife, als wenn du wirklich an dem Baum die Zitrusfrüchte dann einfach nochmal riechst oder die Zitronen einfach riechst. Das ist irre. Was sind noch andere Beispiele für Zutaten, wo du sagst, das ist spektakulär, was Fermentation da bewirkt? Wie beim Raps, so nochmal so, noch mal so ein High Potential? Ja, beim Raps. Bei Raps hat ja nichts mit Fermentation zu tun. Ja, ja, das weiß ich. Danke sehr. Ich wollte nur sagen, dass ich das verstanden habe. Nein, nein. Also ich habe so das Schönste, was ich bislang so festgestellt habe, ist auch von meiner Großmutter Kastanienblüten. Sie hat da eine Limonade rausgemacht. Wir nehmen immer die Limonade als Basis und stellen daraus hinterher einen Essig dann noch her. Also, dass man aus einem Lebensmittel, was auch um uns herum auch ist, dass man da etwas für sich gewinnbringend dann einfach nochmal einsetzen kann. Also gewinnbringend, dem Geschmack fördernd. Also sie hat daraus Limonade gemacht oder einen Sirup gemacht, um dann das Wasser damit zu würzen oder auch abzuschmecken. Und weil die Kastanienblüten sind vor den Holunderblüten einfach auch fertig. Ne? Also dass sie da einfach auch so eine Regelmäßigkeit auch und eine Abwechslung auch in ihrem Speiseplan noch hatte. Schön. Oder Getränkeplan vielleicht auch. Was hat zuletzt überhaupt nicht funktioniert? Kenne ich nicht. Das ist diese Lockerheit, die. Nein, also ich sag mal, wir haben, wenn man sich so anguckt, weißt du, es gibt ja so ein, jeder hat ein kulinarisches Gedächtnis. Der eine mehr beim Getränken, der andere mehr beim Essen. Und du kannst irgendwann, wenn du es beim Essen auch hast, kannst du auch im Kopf schon kombinieren. Also eigentlich, wenn du einen Kühlschrank aufmachst, kannst du anfangen, miteinander zu kombinieren. Und das gibt uns eine gewisse Sicherheit dann auch, also dass wir, früher hatten wir, also als ich bei mir in der Ausbildung sicherlich gewesen bin, hatte ich so eine Chance, dass 20% funktioniert hat, 80 nicht. Und heute habe ich vielleicht, ich sag mal, 95, was funktioniert und 5 nicht. Und die 5 hätte ich gerne nochmal ein Beispiel. Habe ich nicht. Ist lange her. Spricht für dich. Meine ganz andere Frage, du als, ich sage mal, Geschmacksoptimierer, Perfektionist, was isst du denn so privat für dein Leben gern? Oh, Linsendal. Linsendal? Ja. Irre. Ich mag Gewürze, ich mag die indische Küche extrem gerne. Ich mag es, wenn es mir gut geht, wenn es ein Essen mein Körper wärmt, also wenn es so nicht nur satt, sondern auch zufrieden macht. Rat mal, was meine Frau gerade zu Hause kocht. Kein Witz. Linsendal. Kein Witz. Witzig. Das ist echt ein witziger Zufall. Heute Morgen bin ich aus dem Haus und meinte sie, heute macht sie ein schönes Linsendal. Ja, sehr gut. Aber es gibt auch beim Linsendal doch dann bestimmt so den kleinen Trick, wo du sagst, naja, das muss schon sein, damit es für mich perfekt ist. Was ist dein Linsendal-Trick? Also Linse, wir machen immer Tomatenkonzentrat da rein, also damit es auch gehaltvoller wird. Und wir machen ganz im Schluss wirklich eine große Menge Curryblätter mit dazu. Curryblätter und die kann man dann auch mit auskochen, einfach mit ziehen lassen. Man kann sie mitessen, man kann sie aber auch raussortieren, also wie ein Lorbeerblatt. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Seitdem ich mich so intensiv mit Ernährung und auch Fleisch beschäftige, setzt bei mir so das Gefühl ein, dass wenn ich in ein Restaurant gehe, dass ich seltener zufrieden rausgehe. Ganz natürlich, ne? Man erweitert seinen Horizont, man setzt seine Benchmarks höher. Ich stelle mir das bei dir noch extremer vor. Wie ist es? Kannst du entspannt essen gehen und sagen, naja, ich bin auch mit was zufrieden, was jetzt nicht meinen ganz hohen Ansprüchen genügt? Oder ist diese Entwicklung auch in dir spürbar? Oder gehst du überhaupt noch essen? Ja, doch. Also ich gehe sehr gerne essen. Aber ich glaube, ich lege das nicht immer wieder an. Also so die eigenen Parameter dann überall anzulegen, wäre wirklich fatal. Und dann hättest du keinen Spaß mehr, glaube ich, wenn du essen gehen würdest. Aber verstehst du nicht, was ich meine? Dieses, dass man öfter mit Sachen, die auch einfach objektiv mittelmäßig sind, dann noch unzufriedener ist, weil man denkt, klar, ich wüsste selbst, wie das aber deutlich besser geht. Ja, aber das ist so die fehlende Leidenschaft dann von demjenigen, der da das zubereitet hat. Ja. Oder Lustlosigkeit, also manchmal ist das so. Also, und
ich esse auch keinen Zander mehr auf dreierlei Linsen. Also, weißt du, das schützt mich auch schon vorher. Weißt du, mit Rieslingsoße oder irgendwie. Du hast einen Instinkt entwickelt, um schon vorneweg zu erkennen, wo ist die Enttäuschungspotenzial wahrscheinlich hoch. Also du kennst, also ich glaube, wenn du in ein Restaurant oder in eine Gastronomie auch gehst, wenn du die Tür aufmachst, du riechst schon, ob es dir gefällt oder nicht. Ja. Das ist Fakt. Und du kannst aus der Speisekarte auch lesen, ob da ein Potenzial drinsteckt, allein schon, welche Zutaten verwendet werden und genau. Welche Prozesse. Ja, also das schützt einen schon, aber wie gesagt, ich bin da keiner, der sagt, das hätte die so und so besser machen können, das mache ich nicht. Also dann, ich sage zwar, das hat mir nicht so ganz so gepasst irgendwie auch, aber ich würde nie sagen, Ratschlag in die Küche, ich würde das so und so. Nein, das meinte ich auch nicht, genau. Aber es geht eher so um das innere Gefühl von, man macht sich schwerer mit Euphorie, dass in einem Euphorie entfacht wird, wenn man selbst einfach sich intensiv damit beschäftigt. Es ist schwierig dann, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Das stimmt schon. Also es gibt so 5 Essen, wo ich sage, die behalte ich für immer im Kopf, im Grunde genommen auch, oder 5 Menüs. Und mir geht es meistens so, dass ich nach 3 Gängen, dann gibt es meistens keine Steigerung mehr in Gerichten oder in der Menüfolge. Das hat aber was damit zu tun, dann hast du dich an den Geschmack der Küche gewöhnt. Das hat nichts mit meinem persönlichen Empfinden zu tun. Dann wird es aber für die Küche auch immer wieder schwerer, da noch eins draufzusetzen. Dann auch immer wieder. Und für mich das Fatale ist immer wieder, viele versuchen dann auch gerade beim Hauptgang so einen Glanzpunkt zu setzen. Und da fehlt manchmal auch die Spannung, finde ich auch. Also das ist so das Erste, was ich immer wieder vergesse, wenn ich dann noch irgendwo essen war. Also es ist für mich dann immer... nicht nur Fleisch, sondern da war ein Hauptgang, aber ich vergesse immer, was es gewesen ist. Also weniger Hauptgerichte, die ich so wirklich im Kopf behalte. Das heißt, eine Qualität von einer guten Küche ist auch die Reflektiertheit zu haben, selbst zu verstehen, was ist mein Stil und wie kann ich vielleicht innerhalb meines Stils nochmal ein Highlight oder eine Dramaturgie schaffen. Genau, genau. Okay. Was war die Nummer 1, von der du gerade geredet hast, von den 5? Wo ich essen war, würde ich nie in der Reihenfolge oder in der Skalierung sehen. 5 Essen, Aliné in Chicago, das Steirer Eck in Wien, Olds Louis von Sergio Herrmann, Eckhard Witzigmann habe ich in der Aubergine gegessen. Es war 1987, also ist schon ein paar Tage her. Und Nummer 5 war, lass mich überlegen, Juan Amador, die Taube, die mit dem Purple Curry, also schmecke ich heute noch. Du hast sie tatsächlich im Kopf, die 5. Man sagt ja gerne mal, es gab irgendwie 5. Ich habe 5 Lieblingsrestaurants, aber du hast sie sehr präzise, ne? Ja. Parat. Heiko, lass uns mal noch in wie so eine kleine Challenge reingehen. Habe ich mir überlegt, weil ich das spannend finde. Ich würde gerne mit dir zusammen so ein paar Mini-Rankings aufstellen, ganz aus dem Bauch raus. Ich werf dir was zu und du sagst mir... Bauch habe ich gerade genug. Haben wir doch alle nach Weihnachten. Du wirst gleich verstehen, was ich meine. Ich sag zum Beispiel, was sind deine Top 3 Umami-Booster für jede Lebenslage? Parmesan, Kombu und Tomate. Nee, und Kaffee, Entschuldigung, 4. Kaffee du bist bekannt für den Einsatz von Kaffee. Ja. Ich hab noch immer ein Kaffeesalz von dir bei mir rumstehen und ich tue es bis heute als kleine Prise in meinen Rub, wenn ich Lucky's Short Ribs mache. Genau, das ist meine Prise Antoniewicz immer. Deine 3 Zutaten, bei denen Frische wirklich eine Rolle spielt. Wirklich besonders stark. Blumenkohl, Rotbarbe, Maisbouillade. Da ist Frische noch entscheidender als bei anderen Zutaten. Dann lass mal kurz auf, warum beim Blumenkohl? Was ändert sich da, wenn er nicht mehr frisch ist? Der stinkt irgendwann auch. Also wenn er nicht wirklich frisch vom Feld ist, dann wird er so richtig durch die Senfgase, die da drin sind. Also das geht unangenehm in die Nase. Und viele machen immer Muskat auch rein. Weil Muskat maskiert diesen Geruch so ein Stück weit. Also dieser braune Muskatblumenkohl, den kann man nicht mehr essen. Ist vielleicht ein Relikt aus Zeiten, wo Kühlung noch nicht so... Bestandteil des Haushalts war? Ja, also wir haben sie früher immer wieder noch in Salzwasser eingelegt. Ne? Also manchmal waren ja auch Marmaden auch da drin, die dann auch durch das Salzwasser rauskommen mussten. Aber der hat dann immer noch gerochen irgendwie auch. Also deswegen. Ich habe noch eine Blumenkohlfrage an dich als Spezialisten. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Wenn ich Gemüsepürees mache in meinem Vitamix zu Hause, wird das Blumenkohlpüree am schaumigsten von allen Gemüsepürees. Das bekommt so eine luftige Konsistenz, die ich bei keinem anderen Püree hinbekomme. Woran liegt das, dass der Blumenkohl diese Schaumigkeit erzeugt? Das hat nur was mit dem Wasser halt angehäuft zu tun. Weil er viel Wasser aufnehmen kann. Genau, also der nimmt extrem viel Wasser dann auch auf. Und das, was wir auch machen, wir garen den Blumenkohl vorher dann auch im Sous-Vide-Verfahren. Auch immer wieder auch Gemüse, weil dann nimmt er...
Blumenkohl oder sprich das Gemüse auch nur das Wasser auf, was du mit in den Beutel gibst. Mhm. Also so kannst du es ein bisschen dann auch machen. Ich weiß, wie du es zu Hause machst, du kochst es traditionell. Ich koche es traditionell im Salz und ein bisschen Zucker und dann aber wirklich sehr, 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 sehr stark bis zum fast verkochten Zustand. Ja. Und dann püriert. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ich verblüfft, weil es sich wie eine Mousse angefühlt hat. Genau, er hat auch keine Stärke auch. Also manchmal muss ein bisschen Wasserbindung dazu machen, ein bisschen Butter dazu, die hebt das Ganze. Also das ist wirklich auch gut. Also, aber gibt es noch ein anderes Lebensmittel, was diese Eigenschaft hat, diese Schaumigkeit erzeugt im Püree? Süßkartoffel, genauso. Finde ich auch, wird ein bisschen kompakter. Mhm. Man hat nicht die ganz so tiefe Leichtigkeit wie ein Blumenkohl, das einfach mit sich bringt, aber kannst du genauso aufschlagen. Schön, ich könnte unendlich weiterreden. aber ich habe ja noch meine Liste hier. Ja. 3 importierte Zutaten, auf die du nie verzichten könntest. Curryblätter habe ich schon gesagt, gilt vielleicht nicht. Sojasauce kann man auch sicherlich auch hier schon mal kaufen. Und Wagyu-Fleisch. Okay. Beim Thema Sojasauce, wie viel würdest du sagen, muss man für eine richtig gute Sojasauce ausgeben, dass man in ein Segment kommt, wo du sagst, da ist wirklich, das sind gute Sojasoßen? Als Endverbraucher? Ist eine schwierige Frage, weil das ist ähnlich wie beim guten Wein. Mhm. Ne? Also ich würde für eine gute Sojasauce auch 25 Euro für einen Liter bezahlen, ohne Probleme. Aber wenn du das auch in Wein überträgst, viele sagen, mir ist 25 Euro zu viel für eine Flasche Wein. Mhm. Aber du brauchst ja auch dann nicht viel, genau wie bei Gewürzen. Also du brauchst ja eher weniger, weil das dann einfach sehr vollmundig, sehr aromatisch ist. Und du brauchst einfach weniger, auch wenn es teurer erstmal erscheint. Also weil bei vielen Sachen sind dann, ich sag mal, durch unterschiedliche Verarbeitungstechnologien wird natürlich gespart. Und irgendwo kommt das raus. Oder irgendwo bleibt das auch, klar. Deine Top 3 der unterschätzten Küchenkräuter? Unterschätzte Küchenkräuter? Schafgarbe, Pimpanelle und Estragon wird überbewertet, glaube ich. Ja? Ich hätte jetzt gedacht, dass Estragon kommt. Gundermann finde ich einfach sehr gut. Also Wildkräuter, die man draußen findet? Genau, genau. Wie setzt du die ein, Schafgarbe und Gundermann speziell? Wildsalate oder wir machen Pestos und Öle auch daraus. Okay. Ja, und aus Gundermann machen wir einen Extrakt, wo wir dann hinterher dann auch würzen. Kräuteröl ist, glaube ich, was viele interessiert. Einfach mal, weil es toll aussieht, immer diese grünen Tupfen. Ja. Wie stellst du ganz einfach dein Kräuteröl her? Ist es einfach Öl mixen, fertig? Ja, kann man machen, aber am besten ist, man erhitzt sie während dem Mixen auf mindestens einmal 90 Grad, also einmal fein anmixen. Aha. Nicht ganz fein, weil dann homogenisiert die ganze Masse durch das Wasser und Fett, was da drin ist. Du musst es kurz anmixen, dass man die Struktur aufbricht von den Kräutern. Und dann muss es mindestens einmal über 85 Grad erwärmt werden. Dann flockt das Chlorophyll aus, der Farbstoff und Geschmack bleibt da drin. Und dann gießt du es in ein Sieb, ein feines Sieb, am besten oder durch ein Mulltuch. Und dann bleiben die Segmente von den Kräutern oben drin und unten hast du das perfekte Öl. Siehst du, mein Schnittlauchöl immer falsch gemacht, ohne es erhitzen. Ja, ja, also das ist, also dann gibt es nur eine homogene Masse. Mhm. Ne? Und dann wird es manchmal wie eine Pesto. Aber das kriegt man sehr, sehr gut hin. Da gibt es so einen Stürmix. Ein was? Stürmix. Da kann man das perfekt machen. Nein, da gibt es ja auch vom Bosch einfach auch. Genau, aber mein Mixer tatsächlich, das ist das Ding. Ist, aber Vitamix kann das, glaube ich, auch was. Nein, der kann es nicht. Der hat nur Power, aber gut, du kannst tatsächlich durch die Rotationskraft der Klingen leicht erhitzen. Aber dann ist es zu fein. Ja, genau. Deswegen muss man es halt, aber man kann es halt im Topf einfach erhitzen und dann abseihen. Und das kommt auch aus der klassischen Küche, das ist verrückt. Ich sage immer, ich bin ein klassisch ausgebildeter Koch. Weil ohne die Dinge, die ich heute mache, oder andersrum, ohne meine traditionelle Ausbildung, könnte ich die Dinge nicht machen, die ich heute mache. Bestes Beispiel, früher haben wir Spinatmatte gemacht. Da haben wir Spinat mit Wasser gemixt, das auf 85 Grad erhitzt und dann auch durch ein Tuch gegossen. Das heißt Spinatmatte. Da wird das Spinatmatte. Das haben wir immer zum Färben von Nudelteigen auch genommen. Also daher kommt der ganze Quatsch auch. Also man hat nur früher noch dieses Gerät noch nicht gehabt, diesen Küchenmixer. Thermomix heißt er, glaube ich. Aber kann man auch im Vitamix machen. Jetzt haben wir genug genannt. Bosch, Vitamix, Thermomix, sind wir raus aus der Schleichwerbungsnummer. 3, das ist jetzt eine spontane Frage, weil mir das gerade einfiel. 3 Produkte, bei denen man nicht auf das Haus gemacht bestehen muss. Äh,
Oder drei Convenience-Produkte, die, ja, die man tatsächlich akzeptieren kann, ja, darf. Tiefkühlerbsen, Knödelteig und Dosentomaten. Ja, unbedingt. Dosentomaten, ja, unterschreibe ich sofort, ja. Ich kam nämlich drauf, weil wir mit dem Lucky neulich Knödel gemacht haben, eine spezielle Knödelart, die es nur hier im Bayerischen Wald, ja, gibt, und ein Teil davon war gekaufter Kartoffelknödelteig. Ja. Und da dachte ich, ne, vielleicht hast du noch zwei, drei andere, aber genau, ich glaube, die drei sind schon ganz gut. Ja. So, letztes Ranking. Drei gehypte Lebensmittel, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst. Gerade Kaviar. Was gerade noch gehypt? Also Superfoods sein oder sowas in die Richtung. Ah, ja, Chiasamen, weil wir haben genug Zeug. Leinsamen, Leinsaat ist ähnlich gut drauf. Was habe ich noch? Fällt mir jetzt nicht ein. Goji-Beeren, Acai-Beeren, was sagst du dazu? Acai-Bowl, ich war gerade in Costa Rica im Urlaub, überall Acai-Bowl hoch und runter. Ja, aber da schmeckt's. Es ist einfach nur, es färbt halt. Genau, färbt. Also, weißt du, wir haben Aronia-Beeren auch. Ja. Also, wenn man wirklich auch die Möglichkeit hat, Felsenbirnen einfach auszunehmen, ist ein kleiner, strauchiger Baum. Haben wir im Garten bei meinen Eltern. Super. Toll. Oder? Ja. Also brauche ich nichts anderes mehr. Also ich glaube, auf sowas müssen wir einfach mehr so den Fokus auch legen. Ich glaube, wir haben auch einen anderen Blick auf die Dinge. Wir müssen einfach nicht darüber nachdenken, was wir nicht essen können, sondern eher, was wir für uns kulinarisch wertvoll dann auch gewinnen können. Und das muss man einfach auch, denke ich, machen. Ich habe auf die Frage, die auch mir immer mal wieder gestellt wird, was ich denn so denke, was der nächste große Food-Trend ist, die letzten zwei Jahre eigentlich immer, also nicht auf den nächsten großen, sondern was jetzt gerade Trend ist, immer Fermentation geantwortet. Das kann ich jetzt nicht 2022 nochmal sagen. Was sagst du für 2022? Weil dann habe ich meine Antwort ja schon. Also wenn es einen neuen Food-Trend geben würde, oder, ja, dann würde ich ihn machen. Okay. Ich hab gleich noch vier Vorschläge, von denen ich glaube, dass sie Potenzial haben. Dann schauen das, wir mal. Das Buch Fermentation haben wir, glaube ich, vor 8 Jahren geschrieben. Ja. Also ist schon ein paar Tage her. Also es ist in zweiter Auflage einfach auch. Also manchmal sind wir ein bisschen früher dran. Auch, also das ist einfach so. Ja, aber Foodtrends. Weißt du, ich glaube, dass wir so auf dem Weg sind zu einer Großmutterküche. Mhm. So, damit meine ich eher, die hatte auch keine Lebensmittel aus anderen Herren Ländern. Ich glaube, da ist so eine Rückbesinnung, wird da einfach auch stattfinden, weil wir können uns, glaube ich, irgendwann nicht mehr erlauben, dann die Dinge von A nach B zu transportieren, wie wir es heute tun. Es sei denn, es gibt eine Revolution, was Energie betrifft und Sprit und Transportwege, alles. Ich glaube, wir werden uns da irgendwann wiederfinden. Das wird nicht in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren passieren, eher in 25 Jahren. Also die Generation, die heute 8 bis 15 ist, wird das wieder erleben, bin ich mir ganz sicher. Also ein Trend Rückbesinnung. Ja, exakt. Ich nenne dir mal noch 4 Stichworte, die für mich so relevant sein könnten die nächsten Jahre. Das sind auch so Mikrotrends. Und du sagst mal, was du siehst. Und sag auch gerne, wenn du sagst, Quatsch, haben wir schon oder wird nichts. Punkt 1, heimischer Fisch, abgesehen von Forelle, Saibling, sowas wie Hecht, Karpfenschleie und so super weiter. Also Hecht finde ich ein super Fisch, völlig unterschätzt, weil der natürlich sehr geschmacklich sehr ausgeprägt ist, aber auch das wird sich ändern. Ich glaube, durch das Kennenlernen von unterschiedlichen Lebensmitteln werden wir einfach auch lernen, ich sag mal, die für uns kulinarisch wertvoll einfach auch, ja, zu nutzen und nicht nur Hechtklößchen aus dem Hecht zu machen. Aber hat das genug Potenzial für die breite Masse? Das dauert. Ja. Also wie gesagt, ich gebe das nicht auf, also gib uns mal 20 Jahre, dann passt das. Und wir werden das erleben. Wir beide sind jung genug, dass wir das mitkriegen. Auch. Und es würde auch wieder zum Thema Großmutterküche passen, weil das ja Fische sind, die mal wirklich, genau, eine Rolle gespielt haben. Eben. Also es gab ja auch Zeiten, weißt du, es gab im Ruhrgebiet, wo ich ja arbeite und auch lebe, da gab es keine Meeresfische, ne? Weil die sind verdorben auf dem Transportweg. Ne? Und das ist einfach so. Und das werden wir irgendwann dann einfach auch wieder erfahren, bin ich mir ganz sicher. Dann wird es nur noch Süßwasserfische bei uns geben oder aus Zuchtanlagen dann einfach Salzwasserfische. Bleiben wir beim Thema Zucht. Was könnte jetzt kommen? Ein Zuchtfischen? Nein, nicht. Nee, ich will ein weiteres Thema ansprechen, was auch mit Zucht zu tun haben könnte. Gemüse. Inhouse-Gemüse. Im weitesten Sinne. Ich glaube an Pilze in verschiedenen Formen. Einerseits Pilze mit mehr Pilzdiversität,
Pilze selber züchten, Pilze sammeln, ist eh schon gerade gefühlt so ein kleiner Trend. Aber auch einfach Pilze als Umami oder auch als Proteinbasis. Geschmackslieferant, natürlich. Also das wird auch weiterhin kommen. Und ich glaube, dass Walnüsse einfach mehr und mehr in Walnüsse? Ja, also weil die einen sehr, sehr hohen, die liefern dir einfach sehr, sehr viel Proteine auf der einen Seite, sehr viel Geschmack, sehr viel Umami. Und wir haben so viel auch davon. Das ist einfach so. Also wir müssen einfach gucken, was wir viel haben. Gut, ich glaube, Umami als dritten Punkt können wir uns auch schenken, weil das ist eh klar. Der ist etabliert. Also. Was ich als viertes noch aufgeschrieben habe, ist noch mehr spannende alkoholfreie Getränke. Und ich meine jetzt nicht nur im Kontext von einer alkoholfreien Getränkebegleitung im Menü, sondern auch einfach mehr als Kombucha. Kombucha gibt es schon als Getränk, auch in irgendwelchen Kühlregalen von kleinen Bioläden. Aber ich habe das Gefühl, da muss doch noch mehr möglich sein an kreativen Non-Alcoholic Drinks, oder? Ja, also das wird uns einfach auch nochmal weiter begleiten, bin ich mir auch sicher. Also auf der einen Seite, also es wird Befürworter geben, wie bei jedem Trend, gibt es ja einen Trend und einen Gegentrend. Also die Weintrinker sagen, ich brauche das alkoholfreie Zeug nicht, aber die Nicht-Alkoholtrinker, die gewinnen einfach auch. Also es ist genauso, wenn du dich fleischlos ernährst, also es geht nicht um Verzicht, sondern einfach um eine Bereicherung. Also ich bin leidenschaftlicher Fleischesser auf der einen Seite, aber ich esse genauso gerne auch Linsenthal oder was Vegetarisches oder auch Veganes, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber und in Küchen, wo du das gerade angesprochen hast, ist es ja häufig so, die Weinbegleitung oder alkoholfreie Begleitung machen nicht die Sommeliers oder die im Service arbeiten, sondern die Köche. Wer so wirklich mal die Möglichkeit hat, so eine alkoholfreie Begleitung zum Menü auch zu genießen oder auch offeriert zu kriegen, kann man beschreiben, wie man will. Ich würde das machen, weil die meisten Restaurants, das machen die Köche. Die wissen, wie ihr Essen schmeckt. Ja. Und das Pairing ist deutlich besser, als wenn man einen Wein einfach dazu nimmt. Den Wein habe ich überhaupt nichts dagegen, aber zwischen den Gerichten trinken genauso viel wie vorher. Das ist überhaupt kein Ding. Ich habe auch das Gefühl, dass eine alkoholfreie Getränkebegleitung ist nochmal wie eine Art Essensmenü on top, was man bekommt, weil auch die Diversität zwischen den einzelnen Aromatiken in den Getränken nochmal extrem groß ist. Und da ist nochmal so viel, da ist einfach nochmal dieselbe gedankliche Kreativität reingeflossen, wie auch ins Essen. Ja. Also man kauft sich im Prinzip nochmal mehr Leistung, die man abrufen kann aus diesem Restaurant, genau, in dieser Begleitung. Ich finde nicht immer alle gut, aber es ist sehr viel, da ist noch sehr viel Unentdecktes, habe ich das Gefühl. Ja. Also wir haben da ein Riesenpotenzial, was da noch vor uns liegt. Auch, also wir müssen ja auch nur in andere Länder gucken. In Asien trinkt man Tee, auch zum Essen. Ne? Also auch da denken wir ja noch nicht dran. Also du kannst ja alkoholfreie Sachen dann auch als Kombucha, wie du sagst, du kannst es als Cocktail dann einfach zubereiten. Das beste Pairing hatte ich auch in Chicago. Moto hieß das Restaurant, da habe ich einen Schweinebauch gegessen. Gab es ja aus Bamberg einen Schlenkerle dazu. Super. Ein was? Ein Rauchbier. Ah, das gab es dazu? ja, in Chicago. Das ist irre. Also auch so etwas, weißt du, da muss man offen sein, weil das ist auch da bei Getränkebegleitung, glaube ich, da kann auch mal so eine gewisse Spannung damit rein. Und man muss nicht nur immer wieder Wein dazu trinken. Also auch da mal ein Champagner, mal ein Whisky, mal ein Sake, mal ein Tee, also alles. Auch innerhalb der alkoholischen Weinbegleitung, stimmt. Oder es muss ja keine Weinbegleitung, das ist der Punkt, es muss keine Weinbegleitung sein. Ja. Letztes Ranking, auch spontan gerade, die Top 3 der Lebensmittel, der veganen, vegetarischen Lebensmittel, die einen ähnlich befriedigenden Eindruck im Mund hinterlassen wie Fleisch. Fleischersatz wird man es jetzt blöd nennen. Fleischersatz, also ich mag die Produkte grundsätzlich nicht. Fleischersatzprodukte, die lasse ich auch überhaupt nicht in meine Küche. Ich probiere die, aber haben bei mir keinen Platz. Ich meine jetzt eher was Natürliches. Was Natürliches, ich habe das verstanden. Shiitake-Pilz, super. Da kannst du wirklich viele Sachen durch Würzung einfach da nochmal auch erwirken. Ich finde Sellerie einfach extrem gut. Da einfach auch mitzuarbeiten und Kürbis braten, also immer wieder. Ne? Ich finde Shiitake mit Sojasauce zusammen hat was von Speck. Ja. Und ein Gewürz, schwarzer Kardamom, wo du gerade über Speck dann nochmal, das in Bratkartoffeln machen, also die ganzen Kapseln angedrückt mit reinmachen, wenn du die aufbrichst, riecht es total nach Eukalyptus. Aha. Verdaust du einfach die schweren Bratkartoffeln deutlich besser und die werden über offenem Feuer geröstet und getrocknet. Und dann, wenn du die in die Bratkartoffeln machst, es schmeckt wirklich wie Bratkartoffeln mit Speck. Also ich würde nie das sagen, es schmeckt wie Speck, aber du hast diese Aromatik durch das Rösten über offenem Feuer.
Wir haben hier hinter den Kameras unter anderem Veganer und Vegetarier sitzen. Und ich glaube, die Tipps sind gern gehört. Schauen wir mal, ob sie es ausprobieren. Ja. Heiko, vielen, vielen Dank. Das waren wahnsinnig viele spannende kleine Geschichten, Lebensmittelgeschichten. Hat mir großen Spaß gemacht und die Vorfreude hat sich gelohnt. Ja. Danke fürs Dabeisein. Freue mich auch, danke. Schön. Und lass dir das Linsensalz schmecken. Ich hoffe, es ist noch was übrig. Wir sind schon relativ spät dran. Ja, ich weiß. Auch euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns wie immer auf unseren sozialen Kanälen. Da gibt es dann auch immer eine Notification, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Vielleicht auch nochmal irgendwann einer mit dem Heiko. Sehr gerne. Weil ich jetzt verstanden habe, in welche Richtung man da noch weiter sehr gut diskutieren könnte. Und bis zur nächsten Folge. Servus. Danke. Ciao. Tschüss.